Hallo Freunde, hier sind wieder Hulk und Scarf. Heute mal nicht im Camper und auch nicht in der freien Natur, sondern heute geht's zur Messermesse in Olching. Ja. Wir sind schon sehr gespannt, was in der Messermesse alles passiert. Wir waren noch nie hier, aber wir haben schon ein bisschen Recherche geführt vorher. Scheint wohl ziemlich cool zu sein. Vor allem hier auf der Messermesse dreht sich nicht nur alles um Messer, sondern auch um Messer selber herstellen. Und man kann auch Materialien kaufen und alles andere Mögliche. Da bin ich gespannt. Wir sind sehr gespannt. Kommt einfach mit, wir zeigen es euch. Dranbleiben lohnt sich. So, Freunde, wir sind hier nämlich goldrichtig. Es gab es noch am Quarzen und gerade kommt hier eine Oma raus, die hat bestimmt 60. Aber in der Hand, in der scheiß Lederscheide, so ein Flatschen von Machete, als wäre es das Normalste von der Welt, läuft. Endlich normale Leute. So Freunde, wie man sieht, hier ist auch viel Rohmaterial zu kaufen in Olching. Das heißt, man kann sich auch einfach quasi nur die Rohlinge rauslassen. Und ich zeige es auch nochmal, hier drüben ist dann der Selfmade-Stand. Hier hat man dann alle möglichen Hölzer und Epoxidharze und Leder und hast du nicht gesehen. Also da kann man wirklich viel auch selber machen. Wolfhard zur Lords, Freunde. Hat ein paar Friction-Folder am Start. Ein Format, was ich. Das kriegt man, finde ich, viel zu selten. Ich persönlich stehe sehr drauf. Scarf, wie stehst du dazu? Ich stehe sehr gut drauf, vor allem, weil hier bist du wirklich auf der sicheren Seite. Hier sind wir auch quasi im Bereich von dem Backlog, von der Sicherheit. Weil hier oben beim Friction-Folder sieht man, hier oben klappt ein und dann, wenn ich das Messer in der Hand habe, dann halte ich quasi die Klinge hier oben fest. Also durch den Griff des Messernutzers wird quasi die Klinge. Und natürlich auch rotiert. Sehr schön. Und natürlich auch wieder hier lupenreine Handarbeit, super schön. Bohrengriff, wo ich persönlich sage, das freut mich natürlich besonders. Aber zieht es euch rein. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Und da finde ich die 400 Flocken auch gerechtfertigt. Ja. Wenn man überlegt, wie viele Stunden da reinfließen und sowas. Aber nicht nur Friction Folder, sondern da geht ein. So, Freunde, hier sind wir wieder. Hier sind wir bei Erwin Schneller am Stand. Ich persönlich könnte mich ja blöd kaufen. Das ist jetzt genau schön, klassisch, schlicht. Da drüben ist ein ganz besonderes Zuckerl, das ist leider schon weg. Wir hätten sofort zuschlagen sollen. Olivenholz, sehr, sehr schön. Sehr schön. Ja, schon läuft so, immer. Hier sind wir jetzt bei Scorpio Design am Stand. Hier haben wir was ganz Individuelles, was ganz Neues, was ich ziemlich cool finde vom Verschluss her. Was haben wir für einen Stahl? Das ist VG10-Laminat, also ein rostfreier Walz-Laminatstahl mit VG10-Schneidlage in der Mitte. Genau, und die Öffnung hier ist einfach das Entscheidende. Das ist einfach total super. Nach vorne auf. No. Und dann kommt die Klinge quasi hier. Das ist schon ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hier haben wir was super individuell Neues, wo ich sagen würde, das gefällt mir sehr gut und da würde ich auf jeden Fall nochmal nachschauen. Ja? Gibt es eine Internetseite auch? Ja. Sehr gut. www.scorpiodesign.de. Genau, gibt es auch noch im Nachtrag, Donald? Ja. Genau. Unten.
Können wir verlinken? Ja, gerne. Sehr gerne. Machen wir. Hier nochmal dann schließen. Schließen braucht man den Mechanismus hier nicht lösen, sondern einfach wie ein Slip-Joint einfach wieder schließen und dann ist es wieder fest. Und die Klinge ist gesichert und jetzt ist die Klinge zu. Also kann auch nicht aufgehen. Habe ich so zwar schon mal gesehen, aber es war so ein für einen Zehner, so ein China-Schrott. Hier ist natürlich Handarbeit zu sehen. Ja, hat ein Jahr gedauert, bis sie das nachgebaut haben. Also, ja, also wirklich gut. Ist auch wahnsinnig leicht, muss man sagen. Also das merkt man kaum. Ja. Hier haben wir es nochmal in klein. In klein ist es natürlich mit Holzgriffen. Es ist auch nochmal sehr schön. Ja? Richtig schön. Jetzt mach hier nochmal zu, das interessiert mich jetzt auch nochmal. Ah, hier nochmal? Was da genau. Warte, es muss. Hier, also. Der Mechanismus ist einfach super. Und jetzt ist die Klinge quasi fest. Und hier lösen nach vorne und dann kommt die Klinge raus. Ich würde mal kurz zeigen, wie man hier das Neckknife befestigen kann. Das ist nämlich auch ziemlich clever. Hier ist anscheinend so eine Kugel drin, die dann hier irgendwie einrastet in dieses Ding. So löst sich das. Da sind zwei kleine Magnete drin, die die Kugel, wenn man es um den Hals trägt, damit das dann kein Gefummel wird, gleich dahin ziehen, wo sie hingehört. Und wenn man es dann schließt, greift das da drüber und dann kann die Kugel auch nicht mehr rausrutschen. Da hat jemand nachgedacht. Und hat sich wirklich was überlegt. So muss das sein. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Knaller jagt den nächsten. Hier sind wir bei Hans Weinmüller am Stand. Und der hat ein ganz besonderes, schönes Konzept, was mir persönlich gefällt. Alles oder zumindest sehr viel Horn. Und zwar kein Horngriff, sondern tatsächlich einfach das Horn einen Schlitz reingemacht und dann viele, viele Friction Pole, die ich persönlich ja sehr, sehr, sehr liebe. Also das wäre jetzt ziemlich genau mein Ding. Das darf halt noch was Besonderes sein. Ja, und zwar ein Fiction-Folder, der im Grunde dann doch wieder keiner ist, weil er arretiert. Also das Erste, was ich gesehen habe, ist dieser Friction-Folder. Der Erste, den ich sehe, der arretiert. Hier oben sieht man es. Hier oben ist ein kleiner Liner dran und der hält dann quasi die Klinge fest. Und diesen kleinen Liner muss man dann auf die Seite drücken und dann öffnet sich der Friction Folder und schließt sich auch wieder. Und man sieht ja auch, dass auch in das Horn was eingeschnitzt und so weiter und so fort. Also das, gerade sowas da hinten, also das würde ich immer vom Fleck wegkaufen, aber da reißt mir meine Frau einen Schädel runter. Tja. Genau. Hier, die Klinge ist sowohl im offenen als auch im geschlossenen immer gesichert. Das heißt, wir haben hier eine Öffnung, die muss ich drücken und offen ist es auch und unglaublich stabil, massiv, 390er Böhler-Stahl. Unglaublich gut, alles top verarbeitet, also wirklich sehr schön, sehr schön. Und es ist gar nicht so wahnsinnig schwer und globig, wie es ausschaut. Es ist tatsächlich schön in der Hand, muss man sagen. Sehr schön, sehr schön. Hier haben wir was für ein Stahl? Das ist ein S90V. S90V spiele ich mit. Kommt noch ein Review über das Müller S90V.
Auch sehr schön. Liegt hier auch tipptopp in der Hand. Also hier vorne auch, hier kann nichts passieren. Also es hat man wirklich das Chimping oben auch schön. Liegt wirklich auch sehr gut in der Hand. Und jetzt eine schöne Scheide. Also bitte, bitte schaut euch doch genau das hier mal an. Schöne fette Naht, da hast du was in der Hand. Finde ich super. Und es passt perfekt hinein. Jetzt kommen wir zu was, da bin ich ja... Also hier sind schon etwas gröbere Messer. Also hier haben wir ein 440C Stahl, 8 mm stark. Dieses Messer ist quasi fürs Leben. Das kriegst du im Leben nicht kaputt. Wirklich beeindruckend. Hat natürlich auch ein kleines bisschen Gewicht, aber auch vom Schliff her sehr schön. Erinnert fast so ein bisschen an eine Tanto-Klinge. Ja, ist richtig. Ja? Es geht hauptsächlich darum, dass wir hier auf der Hauptschneide einen flachen Klingenwinkel haben und bei der Spitze dann in mehr als doppelt so steilen Klingenwinkel. Das heißt, wir haben eine schneidfreudige Hauptschneide und eine stabile Spitze. Hauptschneide, Spitze. Haben Wechselgriffschalen. Sehr schön. Hat was. Und dann natürlich noch zum Schluss, den muss man einfach zeigen, auch wenn es jetzt nicht für den alltäglichen Gebrauch das ist. Das Neckknife schlechthin. Das Neckknife schlechthin. Also das ist wirklich noch nicht ganz fertig, ja. Aber die Klingenstärke war nochmal wie in die... Also Griffstärke 25 mm, Klingenstärke 14 mm. Aus 440? 440C. Also das Ding braucht theoretisch noch nicht mal scharf sein. Da ist Ende im Gelände. Wie gesagt, 14 Klingenstärke, ja, spinnst. Ist natürlich bockschwer. Was hat es? 1,3 Kilo. 1,3 Kilo, ja. Ja. Und natürlich, hier gibt es nicht nur Messer, hier gibt es auch noch was anderes Cooles, und zwar Kugelschreiber. Geschmiedet? Gedreht. Gedreht. Und gefräst. Und da wird auch gleichzeitig immer so ein bisschen der Spieltrieb mit befriedigt. Direkt. Eine schöne Mechanik. Sehr schön. Bin sehr begeistert. Ist zur Not noch wie ein Kubotan zu nutzen, weil stabil genug. Ja, Entschuldigung. Da ist doch, also bitte. Richtig schön. Das ist das Exemplar vom Meister selber. Der Rest ist weg. Das kann man sehen. Alles klar. So, Freunde. Was macht ihr hier sonst? Wir sind jetzt da beim Peter Huber Messerdesign, und hier kannst du dich halt wieder blöd kaufen. Ja, also hier sind so viele Zuckerl. Zum Beispiel hier einen schönen Backlog, aber mit einem schmucken, schönen Hebel. Also super schön gelöst. Mach's vielleicht einfach mal schnell. Und da ist eben kein ordinärer Drücker, sondern du hast einen richtig schönen Hebel, der die Klinge wieder freigibt. Und das Messer, das wo ich auf der Messe kaufen darf, das liegt hier am Stand. Ja, richtig. Und das wäre das hier, S60V Backlog. Ich glaube, das gab der Fahrt später noch zur Sparkasse. Ich will ja nochmal einen Euro. Holt ja nochmal einen Euro. Aber schaut euch das halt einmal an. Da ist auch klar, wer der Chef ist. Und hier hinten der Backlog vor allem. Der Backlog ist so wunderbar leichtgängig. Die Feder ist sehr leichtgängig, aber trotz alledem hält sie das Messer bombenfest. Ja? Also es ist wirklich ein wunderschönes Messer. Und wir werden auf jeden Fall auch die Internetseite noch verlinken. Ja. Das gilt eh, also jeder Hersteller ist nach Möglichkeit verlinkt in der Beschreibung. Sag mal, hier noch was Schönes. Hier noch was Schönes. Hier ist der Backlog hier hinten mit so einem kleinen Hebel schon fast. T-Lock. Und sogenannte T-Lock, und man kennt ja, also man kennt es nicht wirklich häufig, aber man könnte jetzt glauben, ja, ich drücke hier zu und dann drückt es runter. Nein, stimmt nicht. Das ist wirklich richtig stabil, richtig schön. Da kann überhaupt nichts passieren. Und ich finde es hübscher, wie das, was man häufig kennt. So, Freunde, wir sind schon wieder beim nächsten Stand. Armin drum, und da haben wir ein besonderes Zuckerl entdeckt. Hier ist eine neue Öffnung am
kann man hier sehen, das ist wirklich, wo ich sage, das ist auch ziemlich cool. Man zieht hier ein kleines bisschen auseinander, ja? Und dann geht die Klinge. Das ist wirklich cool. Und man braucht auch keine Angst zu haben, wenn man das, dass das aufgeht oder sonst irgendwas, weil ich muss es hier auseinanderziehen. Und in dem Moment, wo ich das Messer in der Hand habe, drücke ich es ja quasi zusammen. Von daher öffnet sich da gar nichts und die Klinge steht auch wirklich bombenfest. Ich mache es nochmal zu. Also das ist wirklich auch was, wo ich sage, super klasse. Ja, sehr coole Idee. So, hier haben wir jetzt viele schöne Bornmesser. So was wäre ja voll mein Ding, muss ich sagen. Und ein besonderes Zuckerl. Ich wäge das schon genau ab. Mit Revolvergriff. Finde ich immer richtig geil. Sehr schön. Das ist mal was Extravagantes. Das wäre nicht genau das Richtige für einen Cowboy. Der nächste Stand, Freunde. Parian Blade Works. Das Gab hat sich sofort den Zuckerl rausgesucht. Hier haben wir was ganz was Neues, was Innovatives, einen sogenannten CF-Stahl, ein Carbonstahl geschmiedet. Und dieses Messer vom Gewicht her ist einfach unfassbar leicht. Also ich habe zu Hause das Spyderco UK PK, das hat 49 Gramm. Das hier hat die Hälfte, wenn es hochkommt. Und ist wirklich auch scharf, kann auch gut geschliffen werden und sieht halt auch wirklich ultra geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Geschmiedetes Carbon habe ich so jetzt noch nicht gesehen, gehört. Also war mir jetzt neu, dass sowas geht. Es geht vor allem auch noch schlimmer. Also hier drüben flacken auch die richtig, richtig kleinen, die dann ungefähr überhaupt nichts mehr wiegen. Es geht natürlich auch gröber hier am Stand. Wir haben ein paar schöne Flipper, die ein klein bisschen exotisch ausschauen. Kann man machen. Hier wieder mit Liner Lock. Und dieser Liner Lock, der wirklich den mal anschaut, der ist wirklich brutal. Ja. Aber ist trotzdem relativ leicht zu bedienen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich einhändig. Ah, zu langsam? Muss jetzt. Und schon greift der Liner Lock. Der Liner Lock ist wirklich brutal fest. Ja. Da stehen die Zuschauer schon. Und hier, ist das nicht geil? Eine Kröte für Kröten. Fabelhaft. Das ist mal ökonomisch gedacht. Das ist nachhaltig. So, Freunde, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf der Messe in Olching. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar Sachen zeigen, die ihr so vielleicht noch nicht gesehen habt. Also es gab auch schon ein paar Sachen, die habe ich jetzt persönlich so nicht gesehen. Das war wirklich gut. Und ein paar Messer waren dabei, die hätte ich ja sofort eingepackt, hätte ich sofort mitgenommen. Aber da muss man schon ein bisschen tiefer in den Geldbeutel greifen. Also hier geht es so los, so ab 300 Euro fürs Messer. Da macht es irgendwann Sinn, ja. Und da muss man sich das nächste Mal überlegen, ob man vorher ein bisschen spart und dann gönnt sich der Scar vielleicht auch mal so ein richtig schönes handgefertigtes Unikat. Ja. Jede Information zu jedem Hersteller findet ihr natürlich, ihr wisst ja sowieso Bescheid, in der Videobeschreibung. Ansonsten natürlich freuen wir uns über einen Daumen hoch, wir freuen uns über ein Abo. Aber muss ja nicht sein, wie ihr wollt. In dem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen guten Tag von der Messer in Olching. Howdy, Partner, und bis zum nächsten Mal bei den Camping Cowboys. Freunde, Feierabend würde ich sagen, Camping Cowboys. Prost! Und wo könnte man schöner Bier trinken als direkt hier vor einer Schmiede, wo sie noch schön am Schmieden sind? Natürlich Messer. Also jeder, der irgendwie in der Nähe sich befindet und die Muse hat und hierher fahren will, wir sagen für einen Fünfer Eintritt. Hat man super viel zu gucken, super viele coole Verkäufer, sehr, sehr freundliche Leute. Man kann da wirklich stundenlang quatschen. Wie lange waren wir jetzt? 4 Stunden? Knapp 4 Stunden. Ja, dreieinhalb. Dreieinhalb, knapp 4 Stunden. Wir haben uns wirklich gut unterhalten, auch mit den Verkäufern.
Und die waren alle super freundlich, alle super nett. Und jetzt trinken wir unser Feierabendbierchen hier quasi noch. Maisacher Perle läuft. Ja, zum Ausklang. Und dann geht's wieder nach Hause. So viel sei gesagt, also für jemand, der gerade mit Bushcraft oder Klingen sammeln oder sowas anfängt und hier glaubt, er kriegt was Geschmiedetes für einen Huni, dem sei gesagt, nee, dem ist nicht so, verständlicherweise. Das ist scheiß viel zeitlich und körperliche Arbeit. Also da geht's, wie das Gab vorhin schon gesagt hat, 300 geht's dann sinnvoll los irgendwann und ist no limit nach oben. Also ich glaube, das Teuerste, was wir gesehen haben, war irgendwie 2.300 Euro für ein Messer. Spinnst du? Da, in der Größe. Da hebt es sich natürlich. Aber wer das will und dafür 400-500 Euro zahlen will, der kriegt auch wirklich geile Sachen. Muss man wirklich sagen. Super. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, ist sehr zu empfehlen. Ja.